Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast auf Leben und Tod. Heute beschäftigen wir uns passend zum warmen Wetter mit den Badefreuden und den Infektionen, die man sich dabei abholen kann. Und das hinter mir ist der Neckar. Der Neckar ist ein gutes Beispiel für die erste Gruppe solcher Infektionen. Der Neckar ist nämlich ein Vorfluter für mehrere hundert Kläranlagen entlang seines Laufes. Das heißt, diese Kläranlagen entlassen die geklärten, aber natürlich keineswegs völlig sterilen Abwässer in den Fluss. Und deswegen wohnt hier in den Uferbereichen des Neckars alles, was so an Krankheitserregern auch im menschlichen Darm kreucht und fleucht. Das kann zum Beispiel Escherichia coli sein oder Enterobakterien oder auch das eine oder andere Norovirus. Und deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass man sich mit Magen-Darm-Infekten und Durchfall rumschlagen muss, wenn man das Wasser verschluckt. Die Bakterien können uns aber auch von außen quasi angreifen, zum Beispiel wenn sie in offene Wunden kommen, aber auch wenn sie den Gehörgang besiedeln und schmerzhafte Ohreninfektionen verursachen oder auch die Schleimhaut des Auges befallen. Und deswegen sollte man in Flüssen eigentlich nicht baden oder nur in solchen, die ausdrücklich als Badegewässer freigegeben sind. Aber auch die klassischen Badeseen haben durchaus Probleme mit solchen Fäkalbakterien. Und zwar immer dann, wenn im Sommer die beiden begünstigenden Faktoren zusammenkommen, nämlich einerseits sehr warmes Wasser und andererseits sehr viele Arschlöcher. Ein unterschätztes Problem für die Wasserqualität sind Wasservögel. Wie man hier auf der Neckarwiese sehr schön sehen kann, entleeren diese Wasservögel natürlich permanent ihren Darm und geben dabei auch Krankheitserreger ab, klassischen Darmbakterien und Salmonellen, die bei Vögeln häufiger vorkommen. Außerdem enthalten sie parasitische Saugwürmer, die ihre Larven, die sogenannten Zerkarien, ins Wasser abgeben. Und diese Zerkarien sind ungefähr 1 Millimeter groß und bohren sich in die menschliche Haut. Das verursacht dann Quaddeln, Juckreiz, Rötungen und das bezeichnet man als Badedermatitis. Und wo wir gerade bei Parasiten sind, leben in solchen Gewässern natürlich auch Amöben. Bei Amöben denkt man natürlich erst einmal an die hirnfressende Amöbe Naegleria fowleri. Die dringt mit dem Badewasser in die Nase ein, durch die Nasenschleimhaut ins Gehirn und verursacht dort manchmal eine schwere Hirnentzündung. Erfreulicherweise haben wir die in Deutschland noch nicht. Dafür gibt es nebenan in Frankreich immer wieder sporadische Fälle dieser Hirnentzündung. Aber anscheinend fehlt uns hier eine wesentliche Voraussetzung dazu. Man kann all diese Keime natürlich vermeiden, indem man nicht im Süßwasser badet, sondern im Meer, in Nord- und Ostsee. Aber speziell in der Ostsee trifft man dabei auf eine Gruppe von Krankheitserregern, die in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen gemacht haben. Und zwar Vibriobakterien. Das sind Arten, die mit dem Choleraerreger verwandt sind, die gerne in leicht salzigem Wasser leben und sich bei Wärme relativ stark vermehren. Und wie sich das für Cholera-Verwandte gehört, verursachen sie beim Verschlucken natürlich auch immer mal wieder Magen-Darm-Erkrankungen. Aber besonders problematisch sind die Vibriobakterien, weil sie offene Wunden infizieren, die man sich irgendwo geholt hat, wenn man in eine Muschelschale oder auf einen spitzen Stein getreten ist. Auf jeden Fall besiedeln die Vibrionen das Gewebe und zerstören es nach und nach und können dabei eben Abszesse und offene Wunden verursachen. Und außerdem kann diese Infektion eine schwere Sepsis auslösen, die manchmal tödlich endet. Und das ist besonders bei Risikogruppen der Fall. Und ich habe hier ein Paper runtergeladen, wo das mal aufgezählt ist. Also Risikogruppen sind zum Beispiel Menschen mit Nieren- oder Leberkrankheiten, natürlich immunschwache Menschen, aber auch Männer.
Die Vibrio-Bakterien sind bei uns eigentlich gar nicht so richtig heimisch, denn sie mögen relativ warmes Wasser und diese schweren Infektionen kennt man traditionell eher aus den Tropen und Subtropen. In Deutschland sind sie erst aufgefallen, so wirklich im Jahr 2018, während einer Hitzewelle, als sich plötzlich an der Ostsee relativ viele Menschen mit Vibrionen infiziert haben. Und da diese Bakterien Wärme lieben, wird das mit dem Klimawandel in Zukunft häufiger werden. Das ist so die Schlussfolgerung, die auch in diesem Paper getroffen wird. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Darmbakterien. Die mögen hohe Temperaturen, 37 Grad, weil sie im Darm leben und vermehren sich deswegen in unseren Gewässern natürlich besonders gut. Und je wärmer es hier bei uns wird, desto höher wird die Chance, dass auch die hirnfressende Amöbe Naegleria fowleri aus Frankreich dann doch mal ihren Weg zu uns findet und dann möglicherweise im Gefolge eben auch andere im Wasser lebende Krankheitserreger, die man heute nur in den Tropen und Subtropen kennt. Trotzdem kann ich euch nur empfehlen, genießt euren diesjährigen Badeurlaub. Aus zwei Gründen. Und zwar erstens wird es in den Jahren danach garantiert nicht besser. Und zweitens habt ihr durchaus Möglichkeiten, euch vor solchen Infektionen zu schützen. Zuerst nämlich könnt ihr vermeiden, mit offenen Wunden in natürlichen Gewässern zu schwimmen. Das solltet ihr wirklich nicht tun. Außerdem meidet matschige Uferbereiche, in denen natürlich Bakterien leben. Meidet Gewässer, in denen es viele Wasservögel gibt. Schwimmt nicht mit Kontaktlinsen und schwimmt vor allem in Gewässern, die tatsächlich als Badegewässer ausgewiesen sind. In denen wird nämlich die Wasserqualität und damit die Menge an Krankheitserregern laufend kontrolliert. Und damit sage ich viel Spaß beim Planschen und bis zur nächsten Folge von Wir werden alle sterben. Passend zum warmen Wetter beschäftigen wir uns heute mit den Badefreunden. Und zwar mit dem passend zum warmen Wetter beschäftigen wir uns heute. Hinter mir ist der entlassen hier mit geklärten Abwasser in den die Bindehaut der Augen befallen. Und jetzt habe ich vergessen, es weitergeht, sorry. In Deutschland scheinen entscheidende Voraussetzungen dafür zu fehlen. Und jetzt habe ich wieder. Ach ja, genau. Badefreuden. Oder Enterokokken. Ja. Mike, hab mich verhaspelt. Mike, hab mich verhaspelt. Und nochmal starten, sorry. Eben alle möglichen Krankheitserreger an. Okay, Mike, schon wieder verhaspelt. Oh, shit.